Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich jetzt wieder mit meinem Vulpira unterwegs hier und zwar sind wir gerade im tiefen Sumpf gerade reingekommen. Und ja, ich bin ein bisschen am Leveln. Mittlerweile sind wir Stufe 66. Und hier geht der Kampf um den Bluthibiskus gleich los. Und zwar am Anfang tigern alle mal los, wollen gleich den Bluthibiskus holen. Schau mal, da haben wir schon einen. Soll ich mir den gleich mal schnappen? Ja, ersten Bluthibiskus haben wir. Machen auch den Timer an. Ich mache nämlich etwa immer so eine Stunde, eine gechillte Levelfolge. Und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht kommen wir auf 70. Wäre natürlich supi-dupi. Mittlerweile habe ich schon ein paar mehr Fähigkeiten. Ich habe jetzt auch einen Interrupt hier mit meinem Blut-DK. Ich habe mir extra einen DK gebastelt, um, ja, mir ein paar Level zu sparen. Ich habe nämlich tatsächlich in meiner WoW-Karriere schon ein paar mehr Chars gelevelt. Achso, das bringt mir gar keine EP, wenn ich die abbaue. Also das hier müsste, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, der, ja, ich glaube der 67. Char sein, den ich jetzt level. Und zwar habe ich meine 66 Char, nee, 66 sag ich. Ich habe 76, nee, 86, jetzt bringe ich schon gar nicht mehr raus, 86 Chars auf 120. Und das ist jetzt wahrscheinlich dann der 87. Char. Also ich habe mich verzählt, dann ne, ist es halt irgendwie in dem Bereich. Auf jeden Fall sind es über 80. Ja, jetzt die letzten Chars, die ich gelevelt habe, halt eigentlich nur immer für die verbündeten Faker aufgehoben, weil ich ja die Achievements haben will. Ne? Bin ja einer, der auf Achievements spielt, habe da doch das ein oder andere mir schon erspielt und dementsprechend bleibt mir halt nichts anderes übrig, als noch ein paar mehr Chars zu leveln. Und auf meinem ersten Account wird es langsam ein bisschen knapp mit den Slots. Du kannst ja auf einem Account tatsächlich nur 50 Charakter erstellen und dann ist halt Feierabend. Ne? Dann musst du halt anfangen, Chars zu löschen, was ärgerlich sein kann. Und ja, jetzt habe ich mir den quasi auf den zweiten Account erstellt. Da habe ich aber auch schon den einen oder anderen. Müsste es mal nachher nochmal durchziehen, wie viel es jetzt wirklich sind. Ja. Wobei, jetzt ging's. Jetzt haben wir noch den einen Heiler hier, ne? Von der vorherigen Gruppe mit drin. Jetzt ging's relativ schnell, dass wir hier reingekommen sind. Aber wenn du keinen Heiler hast, dann wartest du tatsächlich. Also Heiler scheint mir so das knappeste Gut zu sein im Moment. Und in Instanzen levelst du schon angenehmer als durch Quests, wie ich finde. Klar, mit Quests kannst du auch relativ schnell leveln, aber wenn du durch Instanzen durchpäst, gibt es einfach die NDP so viel, dass du da deutlich schneller unterwegs bist. Ich glaube, so im ganz hohen Level dann tatsächlich nicht mehr. Also so, weiß ich nicht, wenn man 90 rum ist, dann lohnt sich ja eh dann in Draenor quasi so ein bisschen mehr die Bonusziele, ne, und die Bonus-Objectives und dann später diese Legion-Invasionen. Und ja, danach kann man so ein bisschen BGs, das geht auch ganz gut. Aber ich habe hier diese einen Trinkets, wo man. Ach, schon mal er hier, der Shadow am Bluthibiskus abbauen. Da hinten ist auch noch eins. Ah, da wird er nicht rankommen. Aber soll er lieber da jetzt das machen, dann kriege ich die hinteren. Ja, gut, ich muss aber dazu sagen, ich habe halt immer dann meine ganz. Also die Chars sind natürlich immer. Also die Masse der Chars habe ich immer durch Sachen gelevelt, wo ich einen erheblichen Vorteil hatte. Ich kann euch da zum Beispiel ein paar Beispiele geben. Ich habe eine Weile mal viel Werbt einen Freund gemacht. Wann war denn das? Zu Ende Draenor. Wer zu Draenor gespielt hat, weiß, dass Draenor. Warte mal, ist der Heiler nicht da? Ist der. Was machen denn die da alle? Sind die jetzt nur noch am Bluthibiskus aufsammeln? Dude! Kämpfen wir hier bei dem Boss mit. Was ich erzählen wollte am Ende. Ich hab's doch vorhin gesagt, ne? Hier geht der Krieg mit dem Bluthibiskus los. Ich pull den Boss, der Typ denkt sich so, ja, juckt mich nicht, ich hol mir jetzt den Bluthibiskus, der da hinten liegt. Unglaublich, ne? Was soll ich sagen? Ach ja, wer zu Draenor gespielt hat, der weiß sicher noch, dass am Ende in Draenor so ein dezentes Content-Loch war. Und wenn ich von einem dezenten Content-Loch spreche, meine ich, dass da halt komplett Feierabend war. Also da gab es halt gar nichts mehr zu tun und da habe ich halt angefangen, ein bisschen Chars hochzuballern. Und das sage ich schon als jemand, der Achievement-Spieler ist, ne, und so Sa Sachen sammelt, dass es halt nicht mehr viel zu tun gab. Und dann habe ich mir, werbt einen Freund, habe ich mir x Leute gesucht, die ich geworben habe. Und da gab es ja auch diese Belohnung, ne, deswegen habe ich das hauptsächlich gemacht. Also da gab es ja dieses, warte mal, können wir das jetzt hier mal, warte mal, wenn ich jetzt hier raff.
Nee. Werbt einen Freund. Ja, seht ihr, also das sind die ganzen Werbt einen Freund Mounts, die habe ich mittlerweile alle. Und ja, die wollte ich halt haben. Da musstest du mit den Leuten halt X-Dings spielen. Ich habe mir halt ewig viele Leute gesucht, die ich geworben habe. Und ich war tatsächlich so nett und habe auch mit. Also es gab dann auch so Leute, die quasi nur die Leute geworben haben, die Belohnungen haben wollten. Und dann mit denen ich gelevelt haben. Und ich habe wirklich mit jedem, den ich geworben habe, habe ich auch gelevelt, weil ich halt da so ein Anführungszeichen Ehrenmann bin und die Leute dann halt nicht verarscht habe. Weil du hast halt dann nur diesen Bonus bekommen, wenn du halt auch mit den Leuten gelevelt hast. Ne? Ich wollte halt die Mounts haben und wollte dann halt kein Arsch sein. Hab mit den Leuten hochgelevelt. Und dann habe ich aber teilweise mit 4 Leuten gleichzeitig Werbt einen Freund gehabt. Heißt, ich habe einen Char mit denen hochgelevelt. Mit diesen 4 Leuten, die ich in der Gruppe hatte. Und es war so, dass die anderen Leute, während du mit denen gelevelt hast, jedes zweite Level dir ein Level schenken konnten. Und ja, was, ich weiß nicht, damals war Werbt ein Freund bis 100, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Keine Ahnung, sagen wir einfach mal, es war bis 100, ist ja wurscht, wahrscheinlich war es bis 90 nur. Aber sagen wir, es ist bis 100, ne? Dann habe ich einen Char auf 100 gespielt und dann hat der andere ja auch 100 Level gemacht, sprich konnte mir 50 schenken. Dann hatte ich 4 Leute in der Gruppe, habe einen Char hochgespielt. Der eine ich habe mir einen neuen Char erstellt, der konnte mir 50 Level schenken. Der zweite konnte mir noch, auch nochmal 50 schenken. Zack. War ein Char, den ich komplett null gespielt habe, der nur hochgeschenkt war. Ding. Und dann hatte ich noch zwei andere. Dann habe ich einen Char gelevelt und hatte zwei andere Chars noch auf 100, auf dem Max-Level damals, ohne dass ich was machen musste. Ja, die haben einfach hochgeschenkt. Und so habe ich das halt mit X-Chars gemacht. Hab dann 3, 4 Chars hochgespielt. Ja. Das ging relativ schnell. Also damals gab es ja auch noch diese anderen Tränke, wisst ihr, mit 300% mehr EP und so. Das konntest du ja auch noch stacken, ne? Ich habe ja dann auch so einen Run gemacht. Ich habe ja dann so einen Run gemacht. Es gibt noch das Video. Ich behaupte, bis zum heutigen Tag, ohne Bugs war ich derjenige, der am schnellsten gelevelt hat. Ich habe in, nicht, lass mich nicht lügen, in 48 Minuten habe ich von Stufe 1 auf Stufe 90 war das damals. Den Char gebastelt. In 48 Minuten, unter einer Stunde. Gut, das war natürlich keine realistische Sache, die du mit einer Gruppe machst. Das war halt mit Werbt einen Freund gesteckt, mit Flasks. Also ich war am Ende, glaube ich, bei 2100% mehr EP mit dem ganzen Gestecke, ne? Das habe ich, also so krass habe ich es natürlich nicht gemacht mit den Ref-Leuten. Also Ref heißt hier Recruit a Friend, das ist halt das englische Ding, das ist die Abkürzung dafür. Wer sich jetzt gerade fragt, von was er die ganze Zeit redet, wenn er Ref meint. Also Recruit a Friend, deswegen Ref. Werbt einen Freund im Deutschen. Und da konntest du halt übelst hochpowern, ne? Und so habe ich halt meine Chars hochgezogen. Und ja, deswegen habe ich halt auch so viele, weil ich halt immer so Sachen genutzt habe, wo man extrem hochballern konnte. Heutzutage, ne? Ich habe die wenigsten auf die konventionelle Methode hier normal hochgelevelt, sondern habe halt immer sowas gemacht. Und die zweite große Welle, wo ich viele Chars gelevelt habe, waren die Legion-Invasionen, also nicht die in Legion selber, sondern im Pre-Event. Da konntest du dich AFK in die Zone reinstellen, hast die ganze DP gekriegt. Ja, also da ging es richtig ab. Und ich habe mir ein paar Chars, die standen von quasi, ich weiß nicht, ob es mit Level 1 schon ging, aber seit ziemlich low, in Dunmorok weiß ich noch, ne? Die standen nur in Dunmorok rum und sind am Max-Level geworden. Das war total Panne, ja. Und das sogar Gear gekriegt aus so Beuteln. Also du konntest sogar die Beutel im Inventar lassen, die erst mit Max-Level aufmachen, hast dann relativ gutes Gear noch gehabt. Also das war so die totale Abzocke. Du musstest nur AFK da rumstehen quasi. Richtig gut war das. Ja, und deswegen habe ich mir halt ziemlich viele Chars gebastelt. Klar, jetzt einige wegen auch den verbündeten Völkern, die habe ich natürlich dann normal hochgespielt. Aber einige, also die meisten Chars, die ich tatsächlich habe, sind halt über solche Wege entstanden. Wobei ich davor auch schon ein paar hatte, ne? Also ich hatte davor, bevor diese ganzen Geschichten mit Power Leveling und so waren, ich hatte jeden Charakter einmal auf, also jede Klasse einmal auf Horde und einmal auf Allianz, damals auf Max-Level. Und also damals war das, ich glaube, wann habe ich das angefangen? Mit MOP, also mit 85. Da gab es ja auch dieses Doppelagent-Ding. Da habe ich das mal gemacht. Und dann habe ich die halt immer nur noch die paar Level, was eine Expansion rauskam, weiter gezockt. Und mit WoD habe ich dann halt angefangen, so massenhaft mit Rev das zu machen und vor Legion dann halt mit diesen Legion-Invasionen dann nochmal einige mehr. Also Ende WoD. Anfang Legion kamen so richtig, richtig die Chars hoch. Da haben wir dann reingeballert.
Das Gute war dann, die ganzen Chars, die ich dann in WoD damals aufs Max-Level hatte, durch die Sachen, konnte ich in Legion halt über die Legion-Invasion, also die dann im Add-on, ganz easy hochspielen. Also es war dann halt gar kein Stress. Weil da hast du ja auch nur, ne? Legion-Invasion, denke ich mal, kennt ja jeder, wie easy das geht, die 10 Level dann zu ballern. Bloß dann hier in BFA, da war es tatsächlich ein bisschen aufwendiger, die Level zu machen. Den ersten Char habe ich normal gelevelt, also sowohl mein Horde als auch mein Ali-Char, um die Story einmal zu sehen. Ah, schau mal, nice, wir haben Blutshypiskus fertig. Und alle anderen Chars, ich hatte ja dann über 80 Chars, die quasi auf 110 fahren und die irgendwann mal auf 120 kommen müssen. Und da habe ich die tatsächlich alle über Inseln gelevelt und mir die Insel-Mounts geholt. Ne? Gut, jetzt mag der eine oder andere sagen, jetzt gibt es eh die Kisten, also war das so ein bisschen, ja, bisschen useless, aber damals wusste ich es ja noch nicht, dass die Kisten kommen werden. Dann habe ich es mir halt alle über Inseln hochgeholt, weil ich halt die Mounts eh farmen wollte. Ne? Ob ich es jetzt mit dem Main farm oder mit dem Twink und dann auch noch Level krieg, war eigentlich ganz gut. Und also eigentlich levelst du über Inseln ganz okay, muss ich sagen. Also kann man sich nicht beschweren. Ab wann man denn nach Freehold reinkommt? Mit 110 kommst du rein. Vorher glaube ich nicht. Aber kann man sich leider nicht selber hochboosten, wenn man dann zwei Accounts hat. Ja. Freehold geht auch richtig schnell, das stimmt schon. Also da kann man auch einiges. Alter Schalter, was haben denn die hier wieder alles gepult? Na gut, der eine wurde da, glaube ich, reingeführt. Du solltest mal transmoggen. Ja, das könnte ich machen, dass ich den Char transmog. Aber der, weiß ich nicht, der. Das Gear switcht sich ja eh die ganze Zeit. Ich sollte mal die Erze mitnehmen, ne? Das bringt auch mal ganz gute EP. Ach stimmt, das können ja jetzt alle abbauen, ne? Muss man sich gar nicht mehr um die Sachen betteln. Haben sie ja geändert, ja, richtig. Also schon vor langer Zeit, ne? Aber jetzt so in den Instanzen hatte ich die Problematik immer noch gar nicht. Das, oder die nicht mehr die Problematik, ne? Quasi. Dass jetzt ja mehrere jetzt abbauen können. Achso, warte mal, ich bin fertig mit Bluthibiskus. Lassen wir den mal die anderen Leuten. Wir wollen ja nicht sein. Am Ende liegt eigentlich eh genug drum, ne? Also eigentlich musst du da gar nicht anfangen. Oh fuck, ich habe keiner eh ready. Ja, ich hab doch gesagt, dass wenn es einer wünscht, dass ich mir einen Bronze-Kopf nutze, mir ist es egal, was ich für einen Mount benutze, ne? Ist ja nicht so, als ob ich ein Mount-Sammler wäre und mir das wichtig ist. Ja, du hast schon recht, der Count Gear bleibt. Da, eigentlich hast du recht. Ich wollte mich jetzt nur billig rausreden und dir ist es aufgefallen. Du hast mich erwischt. Du, ohne Scheiß. Nach 0 Uhr brauchst du WGs, glaube ich, nicht mehr probieren. Das geht n also geht zu selten auf, tatsächlich. Oder du kannst dich ja queuen und dazwischen noch was anderes machen. Nur so mache ich immer. Naja. Was machen wir denn eigentlich an Schaden? Naja, nicht so viel, aber wir sind zumindest über dem Char. Okay, wir waren über den Charmy. Oh doch, jetzt hier, jetzt greifen wir an. Jetzt greifen wir an hier. Okay, jetzt sind wir wieder Letzter. Ja, aber nur weil der Tank hier, ne, aus meinen Tentakeln rausgezogen hat. Der Tank ist schuld. Wir wollen jetzt nicht erwähnen, dass. Oh fuck. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Kriegen gerade richtig auf die Mütze. Ziehen wir mal nochmal eisige Gegenwehr. Okay, wir sind hier knapp unterm. Na gut, nicht knapp unterm Worry, eigentlich weit unterm Worry, aber zumindest über den anderen Dudes. Ich hab's ja abge. Warte mal, macht der. Der Heiler zieht gerade den Charmy ab, ne? Oder nee, der Charmy ist der Heiler. Okay. Hier gut. Achso, da wären noch ein paar Sachen zum Abbauen gewesen. Machen wir das doch mal. Nehmen wir noch ein bisschen extra EP mit. Why not? Ja, 100, 1700 kann man schon mitnehmen. Schauen wir mal hier. Ja, hier, 337 DPS. Krasse Nummer, ich sag's euch.
Mal eigentlich mitziehen, oder? Den Gammler. Ah, perfekt, der hat mich dahinter geschleudert. Aber das slowt mich. Fuck, habe ich jetzt das gerade ins Leere gehauen, mein CD? Mm. Mit gutem Transmog mache ich mehr Schaden. Ah, das ist natürlich gut zu wissen. Hätte ich das mal vorher gewusst, ne? Hätte ich meinen Main auch mal gut transmogt. Warte mal, haben wir jetzt gerade echt HT gekriegt im Low-Level? Ich glaub's ja nicht. Aber da hätten wir doch den ersten Boss auch HT'en können, oder? Haben wir? Ich weiß gar nicht, haben wir den ersten Boss HT'et? Nee, beim ersten Boss waren ja alle Blumen pflücken, ne? Da hätte HT... Doch, obwohl, du baust die Blumen schneller ab, wenn du HT hast. Das hätte schon was gebracht. Komm, ich will doch wenigstens hier den Shadow abziehen. Die Eule, die kriege ich nicht mehr. Eule hat diesmal reingenatzt. So, jetzt können wir Quests abgeben gehen. Ja gut, dann muss ich mich nachher wohl doch transmoggen, wenn man damit mehr Schaden macht. Ich hätte gerne auch so einen Totem auf dem Rücken. Also, ich finde das Transmog von meinem Main auch ziemlich nice, sonst hätte ich es nicht transmoggt. Ne? Das war jetzt nur ein Spaß an der Stelle. Aber ich weiß, dass viele Leute das nicht so geil finden. Wie auch mein Interface finden auch viele Leute nicht so nice. Gibt ein paar, die es gut finden. Zu denen zähle ich mich auch, sonst hätte ich es nicht. Aber das ist halt immer Geschmackssache, ne? Warum gibt es denn hier... Ja, ich weiß, dass ich keinen Totem transmoggen kann. Warum gibt es denn hier für eine Quest 17.000 EP und im anderen Laden gibt es halt einfach über 30.000? Macht halt überhaupt keinen Sinn. Und außerdem bin ich noch höher im Level, also müsste ich eigentlich noch mehr EP kriegen eigentlich. Naja, Fragen über Fragen, die unbeantwortet bleiben. Tja, ich rede zu viel, ich merke das schon, muss mich wieder räuspern. Ah, perfekt. Die Ini geht wenigstens schnell. Ich bin schon wieder entwaffnet. Fuck. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Alter, dieses Dreck sind Waffen, ne? Ich kann die ganze Zeit nichts machen. Hier, ich bin wenn dann im Silence oder entwaffnet. Ich muss echt sagen, solange ich jetzt hier den Ding spiele, den DK, muss ich sagen, wie gut ich es als fucking Druid-Tank hab, ne? Da juckt dich das alles überhaupt nicht. Dich juckt es halt nicht im geringsten, ob du entwaffnet oder gesilenced wirst. Also, ne? Du hast die Challenge nicht geschafft, aber die war doch am Ende, also wir reden gerade von der Mage Tower Challenge, die war doch am Ende relativ einfach mit dem Gear. Also konntest du ja eigentlich nur durchrödeln und musstest ja eigentlich fast nichts mehr spielen. Also ich war, also wenn ich jetzt überlege, ich habe glaube ich das 4-5-fache Schaden am Ende gemacht, was ich hatte, wo ich die Mage Tower Challenge gespielt hatte, ne? Also am Ende, gut, am Ende von dem Addon geht's ja, die Kurve geht ja mehr exponentiell nach oben meistens vom Schaden, was du jetzt im Vergleich zum Anfang machst oder in der Mitte auch von dem Addon. Merkst du ja jetzt auch wieder, ne, was du jetzt auf einmal mehr machst. Teilweise, wenn ich überlege, ne, einen Dreier, also Pre-Nerf, ne, jetzt wurde ja Echoing Void genervt, Pre-Nerf hat einen Echoing Void Dreier-Stack, Single-Target, bei mir 21.000 DPS gemacht. Also Paper-DPS, ne? Wie man so schön damals in Diablo gesagt hat. Also nach diesem Blood Maul-Dings wären es 21.000. Nur das Ding gewesen. Das haben sie mittlerweile genervt. Aber überleg mal, im ersten Content, den DD, der 21.000 DPS gefahren hat, war schon ganz okay, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Ich habe als Tank, glaube ich, im ersten Content in Uldir so 10.000 DPS auf den Single-Target gefahren. So um den Dreh rum, sowas. Vielleicht mal ein bisschen mehr, aber 10.000. Und jetzt macht halt ein Trade auf einem Item alleine über 20.000. Gut, das ist natürlich dann ein Dreier-Stack, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn ihr euch das mal so überlegt, wie krass das dann nach oben geht am Ende immer.
Alter, schon wieder komplett weggestunt hier. DH. Du, goldtechnisch spielt bei einer Klasse keine Rolle. Wenn dann, du willst Gold machen oder du willst für einen Char supporten. Aber ich kann dir eins sagen. Wenn du Berufe für einen Char haben willst, dann wählst du aktuell in BFA, da es jedem Content gleich ist, bis jetzt gewesen ist, wählst du immer deine Rüstungsklasse aus, weil du dann zwei Items bauen kannst mit Sockel, die deiner Rüstungsklasse entsprechen. Und dann als zweites, also wenn du es jetzt nur aufs Gearing beziehst, wählst du immer, wenn dann Juve, weil du dann nochmal einen Ring bauen kannst. Oder du gehst auf Inji und holst dir den Kopf. Ne? Für einige ist der ganz gut. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der insgesamt dasteht, aber für viele ist der Inji-Kopf tatsächlich ein relativ gutes Ding. Ja. Aber mit Juve und Dingsberuf machst du eigentlich gar nichts falsch. Ja. Und goldtechnisch, ne, da kommt es ein bisschen auf den Server drauf an. Ich würde behaupten, die drei Sachen, die meines Erachtens am besten gehen, sind eigentlich Inschriftenkunde wegen den Trinkets, Lederer und Schmied. Die gehen eigentlich am besten. Also, goldtechnisch. Mit Lederer und Schmied kannst du auch noch einen Haufen alte Transmog-Sachen herstellen. Da bin ich jetzt zwar nicht so in dem Markt drin. Gut, mit Stoff könntest du das auch. Aber irgendwie, sowohl auf Blackmore als auch auf Antonidas, gehen die Stoffsachen für wesentlich weniger weg. Also wirklich für wesentlich weniger als die Leder- und Schmiedesachen. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber es ist definitiv so. Also Stoffzeug ist wesentlich beschissener. Okay. Ja, aber warum fragst du dann für deinen DH? Das verstehe ich nicht ganz. Dann dürfte doch die Klasse egal sein, wenn es dir nur um Gold geht. Weißt du, was ich meine? Aber dann habe ich dir ja auch die Berufe, also die meines Erachtens auf den meisten Servern am meisten bringen. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass du jetzt Schmied nimmst. Auf deinem Server hocken 20 Leute, die jeden Tag die Schmiede-Items reinballern wie die Blöden und nur einer, der Stoffsachen macht und hier... Ist relativ unwahrscheinlich, aber das kann natürlich auch sein. Deswegen kannst du es halt nie so pauschal sagen. Aber im Normalfall. Nicht so slattig. Nee, ich rede jetzt aber nicht mal von Transmog. Ich rede nicht von Transmog, ich rede gerade von diesen 400er Craft-Items. Also sowohl auf Blackmore als auch auf Antonidas, die Stoffsachen verkaufe ich teilweise nur für 1000... 2000 Gold, vielleicht mal für 3000. Die Schmiedesachen und die Ledersachen, gut, vor allem die Schmiedewaffen, teilweise für 11.000, 12.000. Ne? Und die Mattkosten sind nicht viel höher. Gut, die Stoffe sind ein bisschen günstiger als die Erze, aber wenn wir ehrlich sind, sind die Hauptkosten und der Hauptaufwand das Expulsum. Und das Expulsum ist halt Latte, ob Stoff oder Schmiedesachen. Das ist, ne? Von dem rede ich. Naja, kann mir das nicht so ganz erklären, an was das liegt, aber vielleicht haben mehr Leute quasi Twings, diese mit dem Zeug gieren, die halt Leder oder quasi schwere Rüstung oder Schmiedesachen sind, also Platte, ne? Aber das ist nur eine Vermutung. Weil diese 400 Items kaufst du ja für einen Twink, ne? Dass der relativ schnell mal ein einigermaßen vernünftiges Gear hat und nicht mit den 200 irgendwas Items rumlaufen muss, nachdem er Max-Level geworden ist. Sodala. Hier kannst du mal relativ schnell durchballern. Wird das jetzt geändert? Ah doch, die EP kriegen wir trotzdem. Noch im Combat? Ich kann, oder? Warum kann ich nicht queuen? Was ist da los? Ach, musst du den Endboss jetzt noch umhauen?
Aber wir haben doch jetzt. Okay, die haben das geändert. Seht ihr das? Ich kann nicht queuen. Fuck. Weil normalerweise musst du den einen Boss da drüben nicht machen, ne? Weil wir haben jetzt schon die NTP bekommen. Gut, wir könnten jetzt rausgehen aus der Instanz. Aber dann würden wir den Heiler verlieren. Und der ist eigentlich schon ganz nützlich. Also erstmal stellt er einen Standtotem quasi. Was ich ganz gut finde. Und man kommt mit ihm halt schnell in die Instanz rein, ne? Das finde ich halt noch besser. Ihr merkt schon, ich bin fasziniert, dass einer mal sein Stun-Totem in der Leiste hat. Das hast du nicht so oft. Hat er sogar HT gezogen. Diesmal dachte er sich jetzt so, nee, einmal HT in 5 Instanzen muss wohl genug sein. Der jetzt hier. Ach, schau mal, ich bin am Motzen und da kommt das HT. Warte mal, das ist aber keiner aus dem Stream hier, oder? Der Shami. Was ist denn da los? Oder ist das gerade auch. Ist der Buff gerade ausgelaufen? Ich habe jetzt da tatsächlich. Vielleicht habe ich noch Unrecht getan. Das mag natürlich sein, dass wir die ganze Debuff noch hatten. Habe ich jetzt tatsächlich nicht drauf geachtet. Habe ich ihm tatsächlich Unrecht getan, dem Typen. Mag ja auch vorkommen, ne? Bin ja da auch nicht frei von Fehlern. So, können wir jetzt wieder queuen? Warum können wir denn nicht queuen? Was ist da los? Ja, warte mal. Einer von den Gammlern ist zu hoch, oder? Nee, auch nicht. 65? Kann ich denn nicht reinqueuen? Wir haben doch jetzt alle Bosse gekillt. Der Healer hat Lead. Aber ich bin doch Instanz Lead. Nee, nicht in ihr. Das stimmt, er hat hier Lead, ne? Ich habe Instanz Lead. Okay. Ich habe ihn jetzt gerade mal gefragt, ob er anmelden kann, ob er so nett wäre. Ah, okay, dann liegt es daran. Dann hätten wir den Boss gar nicht machen brauchen. Na super. Haben wir wieder umsonst hier Sachen gemacht. Ah, okay. Aber die mache ich jetzt noch schnell hier zur Schnecke, die Mobs. Wenn ich schon mal alle zusammengepult habe. Ah, fuck, die laufen jetzt alle weg, ne? Will ihr Blut looten? Was meinst du? 19,5 Sekunden Zeit verschwinden. Aber ja. Du. Musst du schauen, wo man bleibt. Ja, Anti, was ist eigentlich mit dir los? Jetzt eigentlich auch mit leveln können, ne? Jetzt spiel ich schon mal Horde hier. Ein flauschiger Vulpera wäre doch auch was für dich gewesen. Hast alle Heiler oben, okay. Weiß ich nicht. Na ja, gut, okay, du interessierst dich nicht für die Achievements, ne? Hey, danke dir fürs Followen. Also Heiler ist jetzt quasi dein Ding. Okay. Hättest ja auch eine andere Klasse leveln können. Wärst bestimmt so ein guter DH-Spieler, ne? Das wäre da bestimmt genau deins. Hey, du hast doch davor Mage und Hexe gespielt. Ich weiß schon, dass ich dich damit triggern kann. Ach komm, nur im Stun hier. Unglaublich. Du, 2 Jahre, ne? So lange ist das jetzt auch nicht. Ach, wenn die den immer chargen, ne? Dann kann ich den nicht ran grappen. Heilung.
so squishy als die Haare, ne? Was macht der Wichtel? Komm ran. Ah, nächste geedit hier. Ich würde ja sagen, man kann da mal was anderes ausprobieren, sagt der Typ, der seit wie viele Jahren spiele ich Tank Drill? Seit fix seit Wattle, ne? Aber Dings Burning Crusade habe ich mir erstellt, also doch schon ein paar Jahre. Aber ich habe ja die anderen Klassen zumindest hochgespielt, ne? Ich habe mich ja ein bisschen umgeschaut. Zwar nie mit der Motivation, unbedingt was anderes als Main spielen zu wollen, aber naja, man hat sie mal ein bisschen geguckt. Wobei, ich spiele immer die gleichen Specs bei den Klassen hoch tatsächlich. Wenn es ein Tank-Spec gibt, spiele ich meistens den Tank-Spec, einfach, dass es schneller geht. Eigentlich sollte ich mal ein bisschen mehr die anderen Specs bedienen. Zum Beispiel so Specs, die ich kaum gespielt habe. Zum Beispiel den Anführungszeichen... Oh fuck, das wird uns jetzt wahrscheinlich killen hier. Jetzt haben wir alle Mobs. Den neuen Survival Hunter habe ich tatsächlich... also der kam ja in Legion quasi neu rein. Den habe ich nie gespielt, ne? Also den Melee Hunter. Kann ich nichts zu sagen. Oder zum Beispiel einen Demo-Hexer. Habe ich eigentlich auch nie wirklich gespielt. Einen quasi Destro und Dotlock, die beiden schon. Aber Ding nicht, ne? Demo. Könnte man sich zum Beispiel auch mal angucken. Oder jetzt einen Unholy oder... Oder ich glaube, ein Frostika habe ich schon gespielt, aber ein Unholy glaube ich nicht. Wenn ich jetzt so die anderen Klassen überlege. Ja, obwohl. Also, gut. Shadow habe ich schon ein bisschen gespielt. Holy Priest schon auch. Distzi auch, aber nicht. Nee, Distzi eigentlich nicht so aktiv. Eher Holy, muss ich sagen. Die anderen Klassen noch. Hexer hatten wir schon. Rogue. Boah, was habe ich denn als Rogue gezockt gehabt? Aber da auch nicht alle. Ich glaube, Täuschung gar nicht. Was habe ich denn gespielt? Habe ich Gesetzlosigkeit gespielt? Ich muss echt mal überlegen, was das war, was ich da gelevelt habe. Bin ich gar nicht mehr so sicher. Und als Hunter spiele ich eigentlich immer Marksman. Ne, also Treffsicherheitshunter. Ich glaube, ich hab einen Mal, ohne Scheiß, ich muss euch erzählen, ich habe einen Mal als BM hochgelevelt und ich habe so einen Hals gekriegt, weil dieses Scheißpad sich in den Instanzen ständig irgendwo reingebackt hat, verreckt ist und du wenn das Pad halt tot ist, ne, machst halt keinen Schaden mehr. So ist es halt einfach. Ich hab so einen Hals gekriegt mit dem Pad. BM ist ja eigentlich eine chillige Sache, ne? Aber ohne Scheiß, dieses Pad, das ging mir so auf den Sack. Ich konnte es nicht mehr. Okay, jetzt bin ich tot. Dieser dreckige Stun, Heiler. Oh, okay, er hat mich nochmal hochgezogen. Also BM, ne? Ne. Und beim Shami spiele ich eigentlich immer Enhancer, meistens nie Ele. Ich mache meistens eigentlich immer die Melee-Klassen. Heal Shami habe ich auch noch nie gespielt. Ich habe eigentlich nur immer, also ich habe Heal Druid habe ich schon gespielt und Heal Priest, aber jetzt die anderen habe ich Heiler noch nicht großartig gespielt. Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Brauchst ein bisschen Pet Control. Naja, das hat nicht mal was mit Pet Control zu tun. Es gibt halt x Instanzen, zumindest damals, wo ich den gelevelt habe, zum Beispiel Burg Utgard, ne? Ohne Scheiß, Burg Utgard habe ich ein... Da hat sich das Pet sich ständig in die Wand reingebackt. Da kannst du auch nichts mit Pet Control machen. Du schickst das Pet da drauf und dann backt es sich in die Wand rein und bleibt da irgendwie komisch hängen. Das ist halt einfach fail designed. So, prinzipiell ist es mit dem Pet schon cool und ich habe mir auch Makros gemacht und so mit dem Pets. Das ist schon, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist halt oft buggy gewesen. Das ging mir halt auf den Sack. Ja, und wenn ich jetzt weiter überlege, was gibt's noch so? DH, doch, DHDD habe ich schon ein bisschen gespielt, aber meistens auch eher Tank. Beim Druid, Feral habe ich auch schon gemacht. Eule, naja. Eule so ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Und beim Mage eigentlich meistens Frostmage. Mal ein bisschen Fire, aber Frost war meistens immer am angenehmsten zum Leveln.
Tatsächlich. Da konntest du halt die Mobs weghalten, ne? Mage ist halt ein bisschen squishy an sich. Ja gut, Diszi ist halt eigentlich schon ein cooler Aspekt, ne? Mit Damage auch heilen und so. Also die Grundmechanik finde ich schon ganz geil. Diszi fand ich schon immer interessant von Klassendynamik. Und von der Aspektdynamik, so rum. Das hat tatsächlich schon was. Naja. Gut, Heiler könntest du halt auch ganz gut über Dungeons leveln, ne? Dann kannst du nichts sagen. Ich weiß nicht, mir wird es eigentlich schon auch mal reißen, im Raid zu heilen, muss ich sagen. Oder musst du dich, glaube ich, schon ein bisschen reinfummeln in das Ganze? Weil du halt gleichzeitig moven und heilen, wenn du halt die ganzen Leute mal anklicken musst, ist halt dann auch immer so eine Sache. Ist todeslangweilig. Ja, es kommt vielleicht darauf an, was du für ein Content spielst, weißt du? Ich denk mal in dem. Ich denke mal, wenn du jetzt halt so NHC, HC raidest und da nicht viel passiert, dann ist, denke ich mal, Heiler schon langweilig. Aber es gibt bestimmt viele Fights, wo es halt echt anspruchsvoll ist, auch heilen. Und es dann halt auch noch interessant wird. Weil bei Heiler ist es halt immer schwierig, sich zu messen. Weil an der puren HPS kannst du halt schlecht irgendwas festmachen, ne? Wenn es nicht viel zu heilen gibt, dann gibt es nicht viel zu heilen. Und wenn die anderen ihre CDs auf deine reinziehen, dann machst du halt auch nicht viele. So, heilen ist halt, da musst du schon, also wenn es im Raid vernünftig laufen soll, musst du schon ziemlich dich mit den anderen absprechen, mit den anderen Heilern, dass das in vernünftigen Bahnen läuft. Ich habe schon viele Raids erlebt, wo die Heiler sich aufs Bitterste gehasst haben und sich gegenseitig die, in Anführungszeichen, die Heilranks kaputt gemacht haben, wo was halt eh immer schwierig ist bei Heilern. Also, das. Dann kenn ich schon so ein paar spezielle Kandidaten, ne, wo das dann sich eher mal schwierig gestaltet hat. Hier muss man ein bisschen aufpassen, die hauen relativ gut rein. Hier wird irgendwie immer was getriggert. Dann kommen teilweise die Mobs wieder von hinten angehatscht. Mittlerweile war ich schon oft genug hier in den Dungeons. Also die ätzenden Stellen schon kennen. Ja, aber es bleibt sich ja gleich, ob Mouse over oder also es bleibt sich ja gleich, ob Mouse over oder ob du sie anklickst. Zum Beispiel, ich bin jemand, ich move komplett nur mit der Maus, ne? Ne, also ich laufe nicht mit WASD oder Pfeiltasten oder irgendwas anderes, sondern ich laufe komplett mit der Maus. Ist auch für mich super, weil ich halt alle Tasten so drücken kann und halt so total mobil rumhüpfen kann quasi. Easy. Wenn ich aber als Heiler die Leute anklicken muss und gleichzeitig moven muss, ist quasi die Methode, wie ich laufe, eher suboptimal. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich ja dann hier rüber dingsen muss und gleichzeitig moven dann eher blöd ist. Das meine ich. Dann müsste ich das umstellen. Ja, das meine ich. Okay, hier irgendwie keine Aggro. Na super, betäubt sind wir auch noch. Nee, aber ich habe das in Raid schon öfter erlebt, ne? Da ist dann viel Movement und dann kriegst du als Tank gar keine Heilung mehr. Da müssen die Heiler laufen und du kriegst nichts mehr. Und gut, klar, viele Heiler heilen mit Cast, aber fast alle Heiler haben irgendwelche Instants, die sie ziehen können, die du eigentlich während Moven ziehen musst. Aber mir kommt es oft so vor, also, ne, dass dann die Leute, sobald sie moven müssen, einfach gar nichts mehr machen. Sie machen halt nichts mehr. Und das ist immer ein bisschen, weiß ich nicht, ist halt dann eher schlecht. Also. Oft sind es dann halt die Phasen, wo du auch richtig auf den Latz kriegst und da brauchst du halt einfach Heilung. Und solche Heiler sind dann immer eher shitty, muss ich ehrlich sagen. Die dann halt einfach dann nur noch eins machen, also nur noch moven.
Und nichts mehr anderes. Okay, der eine muss wieder queuen, der hat halt blöderweise Lead. Wie machst du das mit Voids? Ich spiele ja Main, kein Heiler. Schau mal so. Jetzt hier die Mobs, ne? Ich kann die ganze Zeit buffen und meine Zauber drücken. Siehst du das? Alles easy. Gar kein Stress. Ich kann jetzt oben die Mobs rumwerfen. Vor allem habe ich das auch für PvP gemacht. Aber ich kann alles dingsen. Ist alles kein Stress, ja? Solange ich mit beiden Händen am PC bin und nichts anderes mache, kann ich so um die Vieh hier rumhüpfen und die ganze Zeit meine Spells drücken, ja? Bloß wenn ich jetzt ein Heiler wäre, müsste ich ja über die Leute drüber fahren und dann ist halt gerippt. Weißt du, was ich meine? Klar, das ist eine Gewöhnungssache, wenn du x Jahre so spielst. Ich kann euch sagen, ich habe in Burning Crusade habe ich anders gespielt. Ich habe halt original mit den Pfeiltasten gespielt. Also ich habe halt, warte, ich kann euch das zeigen. Also gut, ihr seht das jetzt nicht, aber ich habe halt so mit den Pfeiltasten gespielt und so die Sachen angeklickt. So habe ich gespielt, ich habe nichts gebindet gehabt. Das war eine richtig ätzende Sache, mich da umzugewöhnen. Burning Crusade, ich sag's euch. Naja, so ist es. Ja, lang, lang ist her. In Burning Crusade. Erfindest du wieder neue Wörter, Anti? Oh, sieh Wallet. Achso, ich hätte den Warmode anmachen können, ne? Ah, da haben wir nochmal einen Proc. Wunderbar. Oh, jetzt müssen wir bald mal hier ausleeren, ne? Ich kann mal die ganzen Sachen auch wieder aufmachen. Ich habe noch nichts verkauft. Ach shit, das Begehr hat angefangen, ich hab nicht gefoodet. Nein, bin ich jetzt wieder hier drin, oder? Was ist mit diesen Kack-Sklavenunterkünften los? Das ist schon das dritte Mal, dass ich in der gleichen Instanz bin. Kann man nicht mal irgendwie nach Schattenlabi rein oder auch Hindron-Krypta, wo ich halt Quests hätte? Nein, wir kommen dreimal hier in die fucking Sklavenunterkünfte. Gibt's das? Achso, ich wollte die Sachen aufmachen, ne? Jetzt tu mal die Uhr mal wegschieben hier. Obwohl, ich mach's ja auf, wenn ich Stufe 70 bin, dann krieg ich besseren Loot raus. Warte, schieben wir die Säcke mal hier runter. Sack 1, 2 und 3. Haben wir noch mehr? Nee. Habe ich auch irgendwann Loot? Ah, nee, doch, ich habe sogar noch einen Sack. Sagt das nicht dieser eine PvP-Streamer immer, Anti? Ich glaube, ich hab dir mal zugehört, wo du mir sowas erzählt hast. Warte mal, ich muss mich mit meinem Ali-Char mal irgendeine Base hinstellen. Was ist denn mit den Leuten verkehrt? Ne, ich bin gerade hier nebenbei Tiefenwindschlucht, bisschen am Leechen. Ich brauche da noch ein paar Wins fürs Achievement. Schreibt mich einer so an, ob ich nach dem BG quasi, ob ich mit dem eine Mythic-Inni gehen will. Was? Keine Ahnung, einfach so random. Einfach so richtig random. Fuck, wir werden hier gerade angegriffen. Ich muss die Base deffen. Was ist denn hier? Das ist ein Mage und ein Rogue, die angreifen. Komm, ich tu jetzt mal so ein bisschen Auto-Melee-Hitten auf den, dass die mich hier nicht rauskicken. Ja, das stimmt schon, oder? Ich bin voll am Deffen dabei, ich sag's euch. Bin voll am Start. Komm, lasern mal. Es ging um deinen Spruch. Anti war nicht so wichtig. Alles gut. Packe zeigt er sich da noch. Ah, genau. Haben wir ein bisschen das Elementar. Passt schon. Ja, ich habe voll Multitasking. Ich hab erfolgreich die Base gedefft. Ich sag's euch. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Ich habe hier auf den Chat geantwortet, hier irgendwas getankt und, schau mal, ich habe hier im Tiefenwindschlucht, habe ich die Base hier erfolgreich gegen den Rogue. Gut, er ist immer noch da und ich stehe an der Flagge, aber wir sind gerade am Gewinnen. Seht ihr, wir haben drei Basen, weil ich so gut Multitasking gedefft habe, ich sage euch. Ich sag's euch. Vor allem, der Typ ist halt von fucking Ekwin. Warum schreibt er mich auf Englisch eigentlich an?
Also, du, naja, hinterfragen wir das jetzt mal nicht. Komm her hier. Okay, jetzt haben wir jetzt nur noch eine Base. Ah, okay, es wurden alle anderen Basen weggetappt, außer die, wo ich am Deffen, also am Deffen bin. Ihr müsst euch jetzt die, ihr müsst euch jetzt quasi die Gänsefüße denken einfach, oder die Anführungszeichen. Ja, gut, okay. Ist schon wieder RIP. Ich muss mir für Tiefenentschluss, muss ich mir halt dann irgendwann eine Gruppe basteln. Hilft halt nix. Heilungstotem. Machen wir mal weg hier. Eieieiei. Das geht ja schon wieder gut los hier. So. Ja, der Boss. Hitten wir mal ein bisschen Auto. Ich muss mir nochmal hier was zum Trinken einschenken. Dehydrieren wir noch. So, schauen wir mal, ob alle clever genug sind, auf der anderen Seite durchzulaufen oder ob wir die Trash-Mobs machen müssen. So, und? Na? Wie die Lemminge? Na? Ja, komm. Nee, Shadow, hier keine gute Idee. Schauen wir mal, ob mein Vulpyra da überhaupt hochkommt, weil der ein bisschen kleiner ist. Ja, da geht's nicht. Das wird nichts. Ach, fuck, jetzt muss ich mir so ein DK hier angreifen. Komm, tun wir mal wieder, ob wir ein bisschen kommen. Wir haben den Laser ready, jetzt lasern wir einfach ein bisschen drauf. Boah, ich mach den... Oh, ich hab den Explorer eingehauen, er ist einfach gestorben. Ich hab meinen Laser aktiviert, Explorer ein Todwahrer. Ich hab da sogar richtig, irgendwie richtig weggenutzt. Ja gut, es ist vielleicht auch noch meine Zwielichtsverwüstung geprockt, ne? Auto-Hit hat Zwielichtsverwüstung geprockt, nachher er weg. Ja, das sah gut aus. Ich habe hier gerade den voll weggenatzt, den Typen. Ich zeig dir das. Bin immer noch voll am Deffen hier. Ich habe gerade den Typen zerstört, ja. Hier war so ein DK, den habe ich gerade umgeboxt nebenbei. Ich bin voll Multitasking. Ich stehe gar nicht neben dir. Bist du der DK? Ich habe mehr Schaden auf den Dude gemacht als du, wenn du der Typ bist. Ich hab den voll zerstört. Ich hab das voll im Blick, ob da einer angreift. Ich sag's dir. Schauen wir mal hier. Vielleicht habe ich jetzt nicht. Schau mal in Gear. Ich will jetzt dein Gear nicht anschauen. Ja, ich schau mir dein Gear an. 441. Ja gut, okay, das ist vielleicht nicht so gut. Wie gibt's das, dass du zufällig in dem WG stehst? Richtig lustig. Meinst du, das gewinnen wir, das BG? Aber wir, ah nee, wir haben nur zwei Basen, ne? Schaut schlecht aus. Mach den jetzt hier extra weg. Das gibt's doch nicht, das ist so Zufall, dass der Typ jetzt genau hier neben mir steht. Ja, das kannst du vergessen. Ich versuch's jetzt auch nur so nebenbei ein bisschen zu machen. Ich werde mir da eine Gruppe machen und das mal aktiv farmen, sonst ne, wird das nix. Oh, eine Schließkassette haben wir auch noch gekriegt. Achso, ich bin ja jetzt Stufe 70, ne? Schauen wir mal, was wir da kriegen. Lol. Einfach mal zweimal Handgelenke rausgezogen. Ah, aber die sind besser, oder? Was nehmen wir denn? Crit Tempo, nehmen wir das mit Versa. Haben die jetzt angezogen? Ich bräuchte mal Hände, weil meine Hände fast kaputt sind. Oder ich habe Schuhe gekriegt, ne? Die Schuhe. Oh fuck, der Boss kommt gerade. Der haut nämlich richtig raus. Den willst du nicht mit dem Trash zusammen machen, tatsächlich. Ja gut. Irgendwas haben wir noch, was ein bisschen besser im Item-Level ist. Aber Hände habe ich keine, oder? Nee, nur Lederhände. Das sind halt noch die aus dem Startgebiet, die du am Anfang kriegst. Naja, hier nehmen wir noch ein bisschen Traumblatt mit, oder? Wunderbar. Kann das eigentlich keiner runternehmen? 25 Stärke verringert, das ist halt nicht so geil, tatsächlich.
Also ich würde ja sagen, du kannst da weggehen und dich deftest, aber ja. Ich würde es jetzt quasi, ne? Ich würde es jetzt quasi nicht auf Eid schwören, dass das hier klappt. Siehst du den eher nicht tötet dann? Okay, ja, schauen wir mal. Kriegen wir sicher irgendwie hin. Oh, jetzt wird er groß und böse. Gleich mal hier alles ziehen, was wir haben. Oh fuck, das wird halt. Komm. Keine Lust zu sterben hier. Aber wenn sieht es gar nicht so schlecht aus, ne? Wir haben die Mitte jetzt gleich eingenommen. Vielleicht wird das was. Warte mal, ist das nur ein Kraut? Können wir wieder wiederholen. Vielleicht gewinnen wir den Laden sogar. Komm, nehmen wir das Ding noch mit. Gibt's noch ein bisschen EP. Ah, jetzt muss ich erstmal hier mit dem Dings-Mount, HC-Mount flexen, ne? Ich sehe das schon. Hab das schon registriert, was du da vorhast. Wisst ihr, er hatte hier aufgemountet auf diesen Drachen. Nicht, dass der jetzt noch besonders wäre, aber trotzdem, man ist ja indirekte Flex, hab ich schon mitgekriegt. Okay, jetzt gibt's hier aufs Maus und Mastern wäre ganz gut. Den 4 interrupten wir mal. Oh, jetzt kommt nämlich gleich noch die Putt rein, dann geht's richtig heiß her. Okay, aber da steht. Ah, warte mal, war da jetzt gerade der Master am Ende noch dabei? Nee. Oder habe ich mich verguckt? Ich muss sagen, mittlerweile, also spätabends, gewinnt die Ali tatsächlich ab und an, ne? So nachmittags. Und der frühe Abend kriegst du nur auf den Sack, verlierst nur. Also wirklich, ne, du, das ist so, ob die Gegner 10 Level über der Ali-Gruppe wäre. Weil die Leute halt, weiß ich nicht, was die da machen, aber die machen so ganz lustige Sachen. Da steht dann immer genau ein Spieler an der Basis, das bin meistens ich und alle anderen, die zergen in der Horden-Base. Zergen sie. Denkst du so, okay, so wirst du das Game hier nie gewinnen, aber okay, und das läuft halt in der Hälfte der Games ab, wenn nicht sogar mehr. Dass halt überhaupt keiner ansatzweise an den Basen kämpft. Ne? Immer schlimm tatsächlich, aber naja, was willst du machen? Da machst du nix. Oh, da kommt der Stun wieder. Ist ja nice. So. Schauen wir mal, sollen wir hier einiges ranholen? Vielleicht kannst du das eigentlich hochstacken. Geht das nicht weiter als 9? Ah, noch 10 geht auch, okay. Kann ich nicht angreifen. Umso später, umso besser, aber das ist doch irgendwie komisch. Ich verstehe es nicht so ganz. Vielleicht sind bei der Ali mehr Kiddies, ne? Das kann natürlich sein. Die sind natürlich dann nicht spät abends unterwegs. Also in den meisten Fällen, außer sie heißen Reeks, dann sind sie auch spät abends unterwegs. Aber in den meisten Fällen nicht. Weißt du, was mich in den BGs meistens so aufregt? Nicht, also, ne? Dass die Leute spielerisch schwächer sind, gut, da ist halt blöd, da kannst du aber nichts machen, ne? Oder dass sie halt weniger Gear haben oder so. Aber oftmals gewinnst du sogar im Zerg, ne? Also öfter ist die Horde einfach stärker, muss man ganz klar sagen. Aber du gewinnst auch teilweise den Zerg, jetzt in der Mitte oder so. Aber es bringt halt nichts, weil die Leute dann einfach irgendwo in der Pampa anfangen zu zergen und nie die Basen deffen. Also wirklich nie. So, was haben wir denn? 53, ja, komm, eine können wir in der Episode noch machen, würde ich sagen. Ach, schau, der Buff ist jetzt dann auch gleich abgelaufen, wunderbar. Ach, konnte ich jetzt gerade queuen? Warte mal, das ging jetzt, ne? Komisch. Komisch, komisch. Das wird aber eine knappe Kiste, das sage ich euch hier. So, ich wollte mal was verkaufen, ne? Ah, hier wieder ein Dings gekriegt. Natürlich ein Ring. Warum kriegt man denn keine Hände? Einmal Hände. Oh nein, bitte, nein, warum? Ach fuck, es ist halt hier.
Das Loch, das ewig Zeit frisst. Nein. Ja, aber gut, da, das sind halt, das ist halt so, ne? Die Leute gieren da drin. Also ich sag mal so, klar, natürlich wäre es mir lieber, wenn ich in den BG gehe und da den Win farmen will, dass die Leute maxgiert sind, wissen, was sie tun und du das Ding easy gewinnst. Natürlich wäre mir das lieber, aber mir ist klar, dass das halt fernab von der Realität ist, ne? Heißt, ich weiß übrigens, dass wenn du läufst, es schneller ist als der Drache. Ja, aber ich habe keinen Bock zu laufen. So, mal eingeholt. Aber du musst halt sehen, was ist die Grundintention, warum Leute in das BG gehen? Wahrscheinlich, dass sie ihre Essenz farmen oder dass sie Gear farmen und sowas. Normalerweise, wenn du nicht das gerade das Achievement mitmachen willst, wenn du maxgeared bist, warum sollst du in den BG gehen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Deswegen verstehe ich, dass Leute reingehen, die dreckiges Gear haben, um Gear zu farmen. Das kannst du den Leuten nicht verübeln. Was du den Leuten verübeln kannst, dass sie einfach irgendwo ohne Sinn und Verstand in der Pampa rumzergen, weil damit wirst du das Game halt nicht gewinnen, ne? Und ich glaube, wenn du nicht gewinnst, kriegst du, glaube ich, auch kein Loot, oder? Ist das richtig? Weiß nicht, so oft bin ich jetzt tatsächlich nicht im BGs. Beziehungsweise du kriegst halt, wenn es um PEP geht, weniger und Ehre kriegst halt auch weniger. Also alles, was halt Belohnung ist, bekommst du halt weniger, wenn du halt nicht gewinnst, ne? Ganz klar. Deswegen sollte ja eigentlich das im Interesse von jedem sein, dass du das Ding gewinnst. Und wenn du irgendwo in der Pampa zergst, gewinnst du halt schlichtweg nicht, ne? So einfach ist das. Wobei ja, die fangen auch schon wieder an, in der Pampa zu zergen. Aber irgendwie greift uns auch keiner hier an der einen Base an, ne? Also da dürfen wir so ein bisschen umsonst. Ich weiß es jetzt nicht. So oft kriegst du tatsächlich auch kein Loot im BG, habe ich das Gefühl. Seht ihr das? Er ist doch ein gutes Stück schneller da gewesen als wir jetzt, ne? Also, es macht schon was aus. Definitiv. Kannst du eigentlich irgendwo anders hingehen und angreifen? Ich kann das auch eigentlich als erstmal alleine deffen hier, das Ding. Springen wir mal hier runter. Nicht die oben adden. Wenn ihr runterspringt und die oben addet, dann ist RIP. Oh fuck. Also, ne? Das war jetzt okay, dass ich die gepult habe. Die müssen wir eh machen. Aber wenn du die oben addest, dann laufen die nämlich den kompletten Weg hier außen rum und adden dir alles zusammen und dann hast du richtig, ne? Dann hast du richtig Spaß hier. Und hier in dem Ding willst du eigentlich nicht sterben, weil du dann wieder vom Eingang her hatschen darfst. Oder halt fliegen. Ja, je nachdem. Das willst du im Optimalfall nicht machen müssen. Naja, das Ding werden wir verlieren. Also halt ganz knapp, dass wir es verlieren. Müssen jetzt halt schnell noch eine Base tappen. Wo ist denn das Zeug, was du anzünden musst? Hier, ich habe es ja letztens erst für Transmog gefarmt. Oh nice, die haben da was getappt, oder? Sehr schön, sie haben die Mitte getappt. Vielleicht gewinnen wir das tatsächlich. Sieht gut aus, Leute. Muss es dann bloß noch zählen für die Marktdominanz, ne? Ich mache das ja nur wegen dem Achievement. Sagt euch, ich hab das weggedefft, ne? Wie ein junger Gott hier. Mich zweimal bewegt und einmal Explore gecastet, um so ein DH in die Luft zu jagen. Aber ich habe das durchgedefft wie so ein junger Gott. Aber dafür wurde ich jetzt hier gestraft, ne, dass ich hier in dieser blöden Instanz gelandet bin, die halt 5 Jahre dauert. Also hier, ne, wenn das Ral da einmal durchs Gebiet schieben muss, man muss es schon echt so sagen, wenn du den da durchbegleiten musst, dauert ewig. Ich habe letztens Transmog gefarmt. Er ist so ätzend, du one-shottest ja alles, ne? Aber die Instanz dauert halt trotzdem ewig. Alle anderen Instanzen bist du halt fix durch. Nice, wir gewinnen das halt echt. Aber ganz knapp. Oh, jetzt kommt nochmal der DH. Ich lasse ein One versus One, lasse ich dich da machen. Episches Ding. Wer gewinnt von den beiden? Wir haben gewonnen und hat's gezählt. Es hat gezählt. Ich habe jetzt 15 Wins. Ich glaub's nicht. Spät abends, ne? Geht nochmal was. Ich sag's euch. Du hast auch Schaden gemacht. Ja, ich merk schon.
So, da müssen wir rein in den Laden. Ich sag doch, hier, das ist die Präsenz. Also der Grand Marshal hat die Befehle gegeben und der Pöbel hat sie ausgeführt. Dann klappt das mit gescheiter Führung. Ich habe nichts geschrieben, ne? Aber ich habe eigentlich da nur AFK und ein, zwei Mal da reingehaut, wenn die Base angegriffen wurde, aber trotzdem muss ich ja immer besser hinstellen, als man ist, ne? Oh, desorientiert, bitte. Da nochmal reinqueuen, da kommt noch ein Win. Ich bin jetzt bei 15 Wins, ne? Frag nicht, wie viele BGs ich schon gemacht habe. Zu viele. Kommen wir hier noch auf 70? Ach doch, wir sind schon 70. Hab ich irgendwie halb verballert. Stimmt, wir sind vorher 70 geworden, ne? Richtig. Richtig, richtig. Kommen wir sogar noch auf 71 hier, ne? So, da müssen wir das Ding aufmachen. Was den ganzen Tag BGs und ein zweiter Sieg. Aber ma machst du alle BGs oder machst du, wahrscheinlich machst du es fürs Gieren, oder? Machst du jetzt nicht so wie ich, dass ich nur, also ich melde ja nur Tiefenwindschlucht an. Für die Wins, die anderen BGs brauche ich ja nicht. Das ist ja für mich irrelevant. Ich habe ja mit dem Main, also, ne, das kann ich euch hier auch zeigen. Das ist ja accountweit. Ich bin ja schon Ehrenstufe 500 irgendwas, also über Max und alle anderen BG-Achievements habe ich auch. Ich gehe da nur rein, um diese Dings. Achso, ja, Essenz. Okay, also da machst du alle BGs, ne? Ich mache ja nur Tiefenwindschlucht, wie gesagt, um da halt das Achievement irgendwann fertig zu kriegen. Aber da muss ich mir demnächst mal eine Gruppe machen. Also wenn ich das normal farm, dann macht das halt wenig Sinn. Jetzt, so wie ich es jetzt mache, ist halt nur nebenbei ein bisschen leechen. Ich darf halt eine Base, tue halt so ein bisschen deffen, wenn wer angreift, ne? Und wenn es ein Loose ist, ist es ein Loose. Das juckt mich auch nicht, weil ich ja hier was mache. Ab und an, wie jetzt gerade, gewinnen wir tatsächlich. Aber nur, weil ich so heroisch gedefft habe, ich sag's euch. Nur deswegen. Ja klar. Werde ich demnächst mal basteln quasi. Haben alle abgegeben? Okay. Den quatscht am besten erst an, wenn wirklich alle abgegeben haben. Hier hat einer geedit. Ich frage sogar nach, bevor ich ihn anquatsch. Aber also, ich glaube, jetzt hatte jeder genug Zeit, ne? Okay, ja, Quatsch. Jupp, okay, dann auf geht's. Ist immer ätzend, wenn einer instant anspricht, dann kannst du die Quiz nicht abgeben. Dann bin ich sogar so nett und frag dann nochmal. Das wäre eine Idee, ja. Die Arena-Quests. Jo, klar, können. Wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, ja. So, da geht er down. Hier kommen dann auch noch mal welche, ne? Ich kann es mittlerweile schon auswendig. Ja, seht ihr, da kommt die Putt. Hier. Wann habe ich denn eigentlich den Mask Grip? Fällt mir so ein. Hab ich das schon? Wahrscheinlich die Hälfte der Zauber schon wieder nicht rausgezogen.
Tote kontrollieren. Aber das habe ich, glaube ich. Ah, Vampirblut habe ich schon lang. Ja, nice. Ah, sehr gut. Gut, schon einen dicken Death. Ich weiß nicht, wie lange ich den schon hab. Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Ja gut. Warte mal, schauen wir mal rein, was wir sonst noch so... Was wir sonst noch so kriegen. So, sind nur noch zwei Sachen, ne? Verbündete erwecken, also in Battle Rats. Haben wir jetzt in einem Level. Und... Erstmal, wenn ihr Todesstoß heilt... Achso, gibt's mehr Heilung, oder? Ah, Angriffskraft gibt es dann auch mehr, okay. Also dann einfach der Verbesserte, ne? Okay, aber sonst... Sonst habe ich jetzt auch fast alles. War denn Mars... Oder musstest du den Mars-Grip skillen? War das ein Skill-Ding? Hier. Immer, irgendwas stimmt doch hier nicht. Also wenn, dann habe ich den Mars-Grip, oder... Nee, den musstest du doch nicht skillen. Dann müsste ich den doch eigentlich schon haben. Ah. Hier, Mask Grip habe ich schon. Na gut, wo habe ich den jetzt drauf gebunden? Auf D. Ja gut, auf D komme ich irgendwie nicht so gut hin. Eigentlich müsste ich ihn hier hin machen und den Stun irgendwo anders. Na gut, ich packe vielleicht das Ding raus. Okay, erstmal einen Stun gefressen hier. Alter, krieg ich ja nochmal einen Stun. Ja, wär fast an den Ding rangekommen. Seht ihr das? Fast an den Worry. Naja, gut, jetzt kann ich halt nicht mehr cleaven. Außerdem fresse ich halt jeden Stun hier, ne? Von dem Pala. Kann ich die anderen DDs abziehen? Na komm, der Shadow überholt mich vielleicht noch. Nein, ich habe ihn abgezogen. Und dann Hals. Ja gut. So, müssen uns wohl auch anquatschen, sonst geht da gar nichts. Tarrens Mühle, auf geht's. Na komm, Mitzral. Ja, ich hab doch schon gesagt, lass uns losreiten hier. Das ist immer so eine Zeitverschwendung, ne? Bis der da hinten ist. Eigentlich müsstest du für die Instanz dreimal so viel EP kriegen. Oh ja, hier ein RP-Walk rein. Aber er hat so einen mittelschnellen Move. Er hat, glaube ich, so einen 60% Mount, ne? Also, RP-Walk ist dann ein bisschen zu langsam. Aber bist schon halt schon deutlich schneller als der Typ, ne? Ich weiß jetzt nicht. Warte mal, wenn ich jetzt nicht aufgemountet bin. Ob ich... Aber er ist glaube ich, schneller als nicht aufgemountet, ne? Oder? Aber... Also... Es ist halt... Er ist schon einen Ticken schneller, aber nicht viel. Er ist nicht viel schneller. Seht ihr das? Er überholt mich jetzt langsam. Ich weiß nicht, was der hat. Der hat vielleicht 120%, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und der bleibt halt an jedem Scheiß kleben, ne? Vielleicht sowas. Also ich glaube, er ist noch langsamer als ein 60% Mount. Aber das liegt daran, so ein Ork, ne, ist halt so schwer für so einen Gaul. Und er muss natürlich wieder zurücklaufen. Ist klar. Ach, der eine ist schon komplett vorgelaufen. Der dachte sich, das gebe ich mir nicht mit Thrall. Aber das, eigentlich ist das blöd, ne? So komplett vorlaufen bringt nichts. Weil wenn der Thrall von den Wachen abgefangen wird, die klopfen ihn halt tot, ne? Also das überlebt er tatsächlich nicht.
Da sind verschiedene Paths auf dem Weg, also der wird meistens eigentlich von irgendwas erwischt. Dann kannst du nämlich alles nochmal machen. Und dann wird's richtig ätzend. Na, wir sind bereit, auf geht's. Warum lauft ihr rein? Bleibt einfach draußen. Die spawnen immer hier, genau. Die Ini mittlerweile schon zu oft gemacht. Na, seht ihr. Sage ich doch, dass die da spawnen. Okay, das Steffen Decay habe ich ein bisschen früh gesetzt. Naja, können wir schon wieder setzen. Eigentlich so, ne? So Tarents Mühle. Eigentlich schon ein ganz hübsches kleines Dörfchen. Wobei ich mir überlege, wo ist denn da die Mühle? So, by the way. Also ich sehe hier tatsächlich keine Mühle. Hier ist so ein Windrad, aber ich weiß nicht, ob das als Mühle durchgeht. Wahrscheinlich eher nein. Oh, da damage da wieder rein hier. So. So, jetzt sind wir ja so ein Glatzkopf, ne? Wir sind ja kein Vulpera, sondern wurden ja in einen Menschen verwandelt. Gut, dass ich das jetzt am Ende der Instanz quasi selber merke. Aber so ähnlich sieht mein erster DK auch aus mit so einer Glatze. Meinen ersten DK habe ich Riddick genannt. Ich weiß nicht, ob jemand den Film kennt und der hat ja auch so eine Glatze. Oder gibt es ja mehrere Filme. Von Vin Diesel gespielt. Deswegen sieht der auch so ähnlich aus. So. Jetzt muss er natürlich wieder Slow-Motion-Move einlegen hier, Rexa. Seltsamer Zauber, ja. Also ich mich frage, was das wirkliche Ziel von diesen bösen Zeitdrachen ist, ne? Die wollen ja einfach nur gewisse Geschichtsstränge auslöschen. Meistens welche, die halt negativ behaftet sind, jetzt auch hier mit dem Lich King. Gut, jetzt was mit Thrall so negativ ist, klar, wenn man jetzt eher Allianz verbunden ist, dann will man nicht unbedingt, dass der die Horde so groß macht. Aber was so das wirkliche Grundmotiv ist, ne? Das würde mich schon mal interessieren. Da so ein bisschen mehr Lore zu wäre sicher interessant. Vor allem, wo dieser Drachenschwarm herkommt, ne? Das ist ja nicht der Schwarze, obwohl die wirklich. Also die Drachen sind ja wirklich schwarz, ne? Im Gegensatz zu dem Anführungszeichen schwarzen Drachenschwarm. Oder auch, ob die zu eigentlich ursprünglich welche von Nostormo waren, weil das sind ja eigentlich die Zeitdrachen, also die gelben. Ja gut, klar, es kann natürlich sein, dass da noch Sachen noch schlimmer werden, ne? Aber wo da das Grundmotiv ist.
Wieder gleicher Ort. Schauen wir mal. Den habe ich letztens für Transmog ewig gefarmt, ne? Diesen scheiß Dude. Habe ich nur noch von dem Drachen was gebraucht. Hatte mir ewig gedauert, ich sag's euch. Wunderbar, haben wir ihn gekillt. Sudala. Was schauen wir denn in dem Dings drin? Natürlich Schultern. Ich brauche doch mal Hände, Leute. Ich habe immer noch diese Kackhände an. Will einfach nichts. Gut, jetzt sind wir wieder. Wir sind gut drüber in der Viertelstunde, weil die Instanz so lange gedauert hat. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.